wollte eigentlich... Upsi. Ich wollte ja jetzt eigentlich Erde haben, aber ach, ich habe auch auf den Grasblock geklickt. So, das wäre eine Möglichkeit. Hier haben wir das Ganze einfach so. Das bleibt so. Da wächst einfach Gras drauf. Hier dann das Gleiche. Dass wir hier sagen, da geht der Weg einfach auch sehr, sehr schnell rüber. Müsste man schon fast hier eine Slappe machen. So, dass man hier wirklich merkt, so hier geht's rum. Da müssen wir hier irgendwo runterkommen. Gut, warte mal. Warte mal, bevor ich das jetzt alles zerdenke. Die Treppen. So, hier unten hätte ich gerne. Genau, so, dass man hier reinkommt und dass es hier nicht zu eng ist. Das heißt, die nächsten Treppen können hier stehen. Und die nächsten Treppen können hier stehen. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Kurve kriegen. Das heißt, hier müssen wir dann ganz, ganz schnell rüber. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Das hier ist gesetzt. Und hier müssten wir dann irgendwie die Kurve kriegen, dass wir hier noch rüberkommen. Das sollte doch gehen. Oh, warte mal. Das hier kommt erstmal weg. So. Wir müssen irgendwie in die Richtung kommen. Das muss irgendwie schön schief sein. Das heißt, ich packe jetzt... Da muss auf jeden Fall mindestens... Also das hier hätte ich gerne schon als... Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann könnte man da noch sowas sagen und hier wirklich nochmal Erde hinsetzen. Das hier muss sowieso noch weg und das muss dann auch noch weg. Das haben wir dann aber auch schon angeglichen. So. Dann haben wir hier sowas. Dann könnten wir hier sagen, das hier ist Weg. Das hier ist noch Weg. Und ich bin blöd. Aber das wusstet ihr ja schon. So. Und dann hätten wir hier noch... mit Stair. Nee. Dann hätten wir hier die Stair und hier die Stair. So, damit das hier halbwegs rund geht. Das hier müsste Wiese bleiben. Und dann würde der Weg bis hier gehen und hier so. Dann müssten wir hier vielleicht gar nicht so super... Also ich glaube, wir hätten jetzt auch gerade runtergehen können, ne? Weil ich will es nicht so gerade haben, sondern eine leichte Kurve im Weg... Hat auch was. Ich glaube, das ist okay, ne? Doch, das ist okay. Das ist jetzt sehr steil, aber das ist okay. Dann kann man hier wieder später mit anderen Sachen arbeiten. Ja, wobei, das hier geht jetzt eigentlich schon zu weit nach rechts, ne? Ups. Da sollte die hin. So. Die hier sind mir schon zu weit. Das hier ist okay. Das ist auch okay. Dann machen wir das so. Und hier müssten wir dann eigentlich auch irgendwie einfach sowas machen. Ja, komm. Dann haben wir hier so einen leichten Knick drin. Das wird mir zu schmal hier. Dann behelfen wir uns da doch noch einmal kurz. Und sagen, der Weg... Hier oben geht der Weg dann auch da weiter. Und hier... Bitte? Machen wir es einfach mal so. Zack, 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 eine schräge Kurve und hier geht's runter. Zack, 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 zack. So, erstmal bis hier. Alles weitere gucken wir dann gleich. Gut, Fägelchen haben wir jetzt nicht dabei. Können wir gleich auch noch holen gehen. Wo könnte man die denn hier hinstellen? Vielleicht eine hier in der Mitte. Irgendwo so, da so. Ja, wobei, die müssten wir eigentlich so hier... Ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Da ist schon besser, ne? Da eine. Und dann können wir hier außen... Hier außen stellen wir einfach da immer eine hin. Und da stellen wir eine hin. Und dann kann man hier irgendwie sowas machen. So, das hier muss noch schön angeglichen werden. Das ist okay soweit. Das hier ist eigentlich auch okay. Nö, kann man schon so lassen. Ne? Da wächst überall noch Gras drüber. Ha! Und... Ja, hier hat man dann ein bisschen Aussicht zum See.
Und hier geht's weiter. So, dann würde ich gerne diese drei Klötze hier... Ah, nee, nicht drei Klötze, das sind ja mehr Klötze. So, wir müssen hier irgendwie langsam um die Kurve kommen. Also ich habe mir auch überlegt, das mit Holz zu machen. Da habe ich aber noch nicht so viel überlegt. Das heißt, hier gehen wir ja dann irgendwie runter und um die Kurve rum. Dementsprechend können wir hier eine Kurve reinbauen. Eine leichte. Vielleicht, wenn man das so hat. Ist schwierig. Ich glaube, das wäre okay, ne? Wenn man jetzt hier sagt, das hier wird Wand. Da müssen wir auch mal schauen. Da habe ich mir nämlich auch überlegt, damit wir das hier vernünftig hinkriegen, können wir ja nicht außen die ganze Erde wegnehmen. Das heißt, an manchen Stellen müssen wir dann einfach mit Trapdoors arbeiten. Das wird uns einiges an Holz kosten, aber ich denke, das wird sich am Ende lohnen. So, ja, das wird jetzt auch mal eine mehr Baufolge als alles andere. Da müsst ihr euch jetzt, ja, ich hoffe, ihr seid da jetzt gut drauf eingestellt. Bin mal gespannt, wie es wird. Hier unten müssen wir jetzt natürlich gucken, wobei da dürften wir auch Holzen machen können, genau. Gleiches dann hier, ich würde das gerne genau gleichmäßig machen. Und dann könnten wir hier eben weiterarbeiten mit den, ups, mit den Trapdoors. Mit den Stairs. Und hier außen setzen wir dann einfach erstmal Sprucewood ein. So. Dann hat man hier den Eingang, der erstmal ein kleines bisschen schmaler wird. Schmaler, wie auch immer. Wobei hier, da können wir sogar, nee, wir können da sogar mit Holz arbeiten, ne? Dann können wir aber die Trap... Verdammt. Dann können wir die Trapdoors später benutzen, um so ein bisschen um die Kurve rumzukommen. Jetzt brauche ich schon wieder neues Holz. Ach komm, machen wir mal direkt die 12 hier. So, dann hätten wir das erste und dann haue ich das hier auch nochmal weg. Und dann hauen wir das hier nochmal weg und dann haben wir das zweite. So, wie schaut das aus? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann müssen wir hier irgendwie die Kurve schaffen. Können wir hier noch was? Ja, hier können wir noch. So. Dann könnte man jetzt hier, es gibt ja leider keine Dingens-Slabs, aber wir können ja jetzt hier einfach die Trapdoors reinhauen. So. Dann kommt hier der Block. Dann kommt hier wieder... wie machen wir das? Dann direkt so ist schon... Wobei, wir brauchen ja hier die Breite, ne? Warte mal, den Block packen wir doch am besten hier in die Ecke. So, dafür musst du auch weichen. Das machen wir später von oben alles nochmal schön. Und ich glaube, es ist schon wieder Nacht, ne? Ich gehe mal lieber schnell pennen. Ja, so ein kleiner Nether... Portaleingang baut sich nicht mal eben in einer Nacht. So, könnte man doppelt machen. Dann ist das auch nicht so... Nee, du sollst in die andere Richtung. Okay, dafür gehe ich dann einmal kurz... Ach nee, können wir das so? Auch nicht, nee. Gut, dann gehen wir mal außen rum und dann haue ich da erstmal, glaube ich, da erstmal Erde rein, wo Erde reingehört. Hier gucken wir später nochmal... So, das heißt, hier müssten wir das... Ey, hier müssen wir das auf jeden Fall dann noch bis hier rausziehen und in der Ecke... Warte, ist das jetzt die... Ja, das wäre genau die Ecke. Nee, das geht, das ist ja, das wäre schon zu weit. Nee, dann machen wir uns eine eigene Ecke. Dann hauen wir uns hier eine Ecke rein, so... Den hier nehmen wir weg, der kann aus Erde werden. Ups. So, dann haben wir das hier erstmal. Dann haben wir hier das Ganze. Und hier müsste dann ja das Ganze rumgehen. Und dann könnten wir hier mit Trapdoors das Ganze fertig machen. So. Haben wir hier so eine Rundung reingekriegt.
Und hier in der Mitte ist es einfach der normale Block. Dann, upsi. Machen wir das Ganze hier nochmal so. Und dann gibt es hier die nächste Treppe. Das mache ich dann auch einfach hier. Das heißt, der muss noch weg. So. Und auf der Seite hier das Gleiche. So, und dann hätten wir hier noch den Boden, der raus muss, beziehungsweise da können wir jetzt mal ausprobieren, wie sieht das denn aus, wenn wir hier... Ach! Warte, kann ich die nach oben machen? Ach komm, ich packe mal kurz beide nebeneinander. Wir brauchen gerade ja beides. Kann ich die Trapdoor auch oben dran machen? Kann ich das machen? Dann die Trapdoor oben dran? Nee, geht nicht. Okay, und das sieht auch nicht so. Nee, dann müssen wir hier den Boden rausnehmen. Und da auch Spruce Wood reinlegen. So, wie schaut das denn aus? Ja, ich glaube, das kann man anbieten. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Decke schaffen. Wie machen wir das denn? Gut, wir können hier oben natürlich auch Erde drauf auftürmen, ne? Ist ja nicht so, als hätten wir das noch nie gemacht. Dann müssten wir aber weit genug kommen. Und ich glaube, ich würde für die Decke... Die Decke schon Trapdoors? Nee. Nee, für die Decke schon normale Blöcke. So, wir müssten hier... Ich stecke das mal kurz so ein bisschen ab. Das müssen wir hinkriegen. Und bis da hinten. Das ist jetzt so das Ganze abgesteckt. Bis hinten rüber. Da muss auf jeden Fall noch was drauf. Das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. So, dann können wir hier auf den Berg. Autsch. So ein bisschen rumgehen lassen. Genau, hier wird er eigentlich... Ne, das lasse ich einfach so, wie es war. Das sah eigentlich schon ganz okay aus. So, und dann können wir hier... Zack, anknüpfen. Und noch eine Ebene draufsetzen. So, und dann haben wir gleich die ersten beiden Folgen der Aufnahmesession rum. Und wir haben es noch nicht mal ganz geschafft, den Eingang in den Nether zu bauen. Das ist schon tragisch. Und da muss noch was hin, da muss noch was hin. Das ist mir hier auch schon fast... Gut, wir könnten hier, ne? Damit wir das ein bisschen angenehmer hinkriegen, können wir hier auch einfach uns ein kleines bisschen mehr Platz schaffen. Das Land quasi einfach erweitern. Und dann hauen wir uns da noch was hin. Ach komm, was soll denn der Geiz? So. Und so. Das geht hier durch. So. Und dann haben wir hier die Ecke wenigstens schön rund. Ja, hier oben, das machen wir später noch in ausführlich und schön. Aber jetzt sollten wir oben genug Erde haben, dass wir hier einfach... alles erstmal aus Holz machen können. Vielleicht bringe ich da später auch nochmal andere Holzsorten ein. Ich mache es jetzt erstmal alles aus Spruce. So, aber ich glaube, der Eingangsbereich ist ja schon mal schön, ne? Ja, kann man so anbieten. Hier vorne können wir gucken, dass wir... So, da könnte man noch Vines dranhängen und sowas. Das geht alles schon. Guck mal, dann machen wir das hier doch wieder so. Nee. Das ist okay. Gut, wie sieht das denn jetzt von hier oben kommt aus? Dann... Und ich möchte gerne in den Nether. Ich gehe jetzt hier runter. Und dann gehe ich in den Nether. So. Ja, und hier würde ich gerne mit Netherquarz arbeiten und schlag mich tot. Das überlege ich mir noch. Aber das sieht schon mal hübsch aus. Das kann man so lassen.